Und damit willkommen zurück bei Black Mirror 2. Das letzte Mal sind wir sinnlos in der Gegend rumgehampelt. Oder haben rumgehampelt. All dieweil, wir haben die alten Damen versorgt. Ich habe ja versucht, mit Hammer und Messer auf sie loszugehen. Am Ende hat es Tee gebracht. Die Briten immer wieder. Die Mädels sind also in ihrer Bibliothek. Und wir hatten Zugriff hier auf diesen Globus mit diesen. Ja, dieser Umrandung. Und er hatte auch gesagt, er will sich das angucken, wenn die Ladies weg sind. Aber danach hat er es nicht angeguckt. Das heißt, wir konnten durchs ganze Haus gehen, nicht mehr zurück nach Willow Creek und haben durchsucht alles. Und nur um festzustellen, der Trick war gewesen, gucke einmal in den Spiegel. Der Geist von Samuel zeigt auf eine Fliese. Wir schlagen die Fliese ein und siehe dann, dahinter ist genau eine Tagebuchseite. Als hätte er sie extra dafür aufgehoben. Warum uns das Samuel immer getan hatte. Wir hatten damals nichts damit zu tun eigentlich mit diesen extra Bruchstücken. Na gut, ein bisschen was muss dazu gedichtet sein. Das scheinen die gleichen Pyramiden zu sein, die auf der Tagebuchseite von Samuel stehen. Well done, Darren. Mal sehen. Sie lassen sich reindrücken. Die Frage ist, müssen die, die... Das meiste der rausgerissenen Seiten. Die Frage ist, müssen... Die anderen stehen draußen und die müssen reingedrückt werden. Ist das richtig? Wahrscheinlich so. Also, die drückt mal rein. Das Ding ist, da ja nur 5 oder 6 Pyramiden auswählbar sind, hätte das so jeder mal mit langer Muse selber schaffen können. So, fertig. Aber es tut sich nichts. Na, geh mal hin. Vielleicht geht die Platte, schwingt die jetzt rüber. Hier sehen wir einen Scharnier. Wusste ich's doch. Ein Geheimfach. Und da drin liegt... die zweite Mosaikscheibe. Was tun Sie da, Sir? Mach's zu! Meine Güte. Oh, ich habe mir nur dieses Fach hier angesehen. Ungewöhnlich, oder? In der Tat. An der Stelle befand sich sonst immer eine Steintafel. Vielleicht hat sie jemand entfernt? Ich werde Sally danach fragen. Ah, die haben es früher schon mal aufgekriegt. Okay, es ist kein Geheimnis gewesen. Oh Gott, Bates ist da. Und Bates und Sally werden kommunizieren und es wird rauskommen, dass ich Blödsinn gemacht habe. Das war knapp. Lady Victoria. Gut, Bates. Ruhen Sie sich eine halbe Stunde aus. Keine Kiste. Ach, der liebe Bates. Die gute Seele des Schlosses. Okay, der darf wirklich leise schleichen. In seinem Alter ist das okay. Aber muss er denn jetzt wirklich... Ja, ich wollte schon fragen. Da würde ich die Treppe hochgehen, oder? Wir haben... Auch in der zweiten Mosaikscheibe sind mehrere farbige Gläser eingefasst. So, die dritte wird wahrscheinlich hier in der verschlossenen Tür sein, richtig? Wir gucken unser Tagebuch mal an. Oh Gott, ist das gerade laut. Ich glaube, ich verliere langsam meinen Verstand. Und leider ist das nicht nur ein dahingeworfenes Sprichwort. Mein Kopf explodiert und ich sehe Gespenster. Und schließlich... Waren Sammy und Robert nicht auch verrückt? Wahnsinns vererblich. Neueste Aufgabe. In Bates Zimmer gelangen. Wenn jemand alle Geheimnisse dieses Schlosses kennt, dann Bates. Eine Untersuchung seines Zimmers dürfte neue Erkenntnisse bringen. Nur momentan sieht es nicht aus, als würde er das Zimmer bald verlassen. Zumindest nicht lebendig. Boah, wird er das Zimmer bald verlassen? Zunächst lebendig. Hallo? Darren? Der alte gute Bates... Klar, dass du deine Wut hast, aber da muss ja kein anderer drunter leiden. Nun gut. Also, Spiegel sind unsere Hilfestellung. Weil vielleicht klappt so am Gemälde, dass mal einer rausguckt. So viel zum Thema. Nee. So, Bates Zimmer. Vielleicht können wir mit ihm reden. Mr. Bates? Ja. Oh je. Wer schon da sitzt. Das Taschentücher. Blutiger Husten. Geht es Ihnen nicht gut, Mr. Bates? Es geht schon. Es geht schon. Vielleicht sollten Sie sich hinlegen. Ich lege mich schlafen, wenn ich Zeit dazu habe. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Sally könnte sie erledigen. Pah, das wage ich stark zu bezweifeln. Sie halten nicht viel von Sally,
oder? Ich halte nicht viel von Ihrer Arbeit. Warum haben Sie sie dann eingestellt? Es war nicht meine Idee. Madame hat darauf bestanden, dass wir eine Entlastung einstellen. Anscheinend keine sonderlich gute Wahl. Es wird nicht lange dauern, dann hat sie genug und verschwindet wieder. Was können Sie mir über Lady Eleanor erzählen? Warum fragen Sie sie nicht selber, wenn Sie etwas wissen wollen? Ich hätte gern Ihre Meinung gehört. Was glauben Sie, warum sie Louis nach dem Tod ihres Mannes mit hierher gebracht hat? Was wollen Sie damit andeuten? Doch nicht etwa. Also, Sir, ich muss doch bitten. Lady Eleanor ist eine Lady. Entsprechend kümmert sie sich angemessen um ihre Bediensteten. Louis hätte keine neue Anstellung bekommen. Er ist schon zu alt. Wir bieten ihm hier eine Art Altersruhesitz. Aber glücklich scheinen weder Louis noch Lady Eleanor mit dieser Entscheidung zu sein. Man könnte meinen, sie schulde ihm etwas. Davon wüsste ich und kann Ihnen sagen, dass dem nicht so ist. Okay. Lady Victoria. Ja, Sir? Sie erscheint mir etwas verbittert. Sie ist eine würdige alte Dame, die eine größere Last schultern muss, als ich ihr wünsche. Der Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne? Die Morde? Der Verfall des Schlosses? Das Aussterben der Gordons? Sie sagen es, Sir. Sire? Mir ist eine große, verschlossene Tür im Erdgeschoss aufgefallen. Davon würde ich mich fernhalten, Sir. Warum? Es hat vor Jahren in den Räumen darüber gebrannt. Die Schäden wurden nie richtig behoben. Regenwasser hat die Wände angegriffen und die Balken faulen seit über 20 Jahren vor sich hin. Ich befürchte, in diesem Flügel herrscht Lebensgefahr. Aber warum wird das nicht renoviert? Ich meine, das greift ja irgendwann auf die anderen Flügel über, wenn da Stützbalken zusammenbrechen, irgendwas. Warum macht man da nichts? Man lässt es einfach faulen, daneben lebt man hochherrschaftlich. Das habe ich schon im ersten Teil nicht verstanden. Was war das für ein Brand, der den verschlossenen Flügel zerstört hat? Eine schreckliche Tragödie, wie wir hier zu viele erleiden mussten. Es ist jetzt 24 Jahre her. Doch, 12 und Zyklus, okay. Master Samuel und seine bezaubernde Frau Catherine hatten geheiratet und waren gerade ins Schloss gezogen. Wir hofften, dass er eines Tages das Schloss von seinem Vater übernehmen und uns einen Stammhalter schenken würde. Doch dann, sie lebten noch kein halbes Jahr hier, kam es zu dem Brand. Weiß man, wie das Feuer ausgebrochen ist? Nein. Master Samuel verlor seine Frau bei dem Feuer und verschwand für die nächsten 12 Jahre. Der Schlag hat ihn tief getroffen. Jetzt muss ich aber ehrlich fragen. Das Spiel ist hier von 2009. Black Mirror 1 ist von 2003, glaube ich. 6 Jahre. Hatten die damals schon im Sinn gehabt, dass die Story so weitergesponnen wurde? Weil in der 1 hat man relativ wenig über Catherine erfahren. Das war halt so ein Brand gewesen. Also Samuel wollte halt ungern wieder ins Schloss zurück. Dann kam raus, es ging um Catherine. Dann kam raus, es war ein Brand. Aber wenig Sachen da ringsrum. Jetzt wird das alles weitergesponnen, aufgenommen und so. War das damals geplant, einfach nur ein paar Brotkrumen hingeworfen wird und später soll es weitererzählt werden? Oder war es einfach, man wollte halt nicht weitererzählen. Es war halt okay für In-Point-Click-Adventure und fertig ist der Lack. Ist eigentlich relativ interessant, wenn man sich mal überlegt. Weil wenn man wirklich so eine längere Reihe plant und das geschickt plant, dann haben die es gut gemacht, muss ich sagen. Wenn es nicht geplant war, dann war es großer Zufall. Weil, ihr müsst ja sehen, wenn ihr so ein, wie bei Deponi oder anderen Spielen, das plant, das muss ja schon gut aufbereitet sein, dass man da gut anknüpfen kann, dass geschichtlich auch alles passt. Wenn man von vornherein weiß, man kann daraus 3 Spiele machen, dann kann man ganz anders rangehen, als wenn man sagt, ich mache ein Spiel und dann, oh Mist, es hat Erfolg, wir machen noch ein paar weitere. Interessant. Na gut, Samuel. Was war er für ein Mensch, dieser Samuel Gordon? Sein Vater hat ihn früh auf ein Internat geschickt, weil er ein sehr störrisches, wildes Kind war.
im Internat besserte sich sein Verhalten. Die Lehrer beschrieben ihn als intelligenten, aufgeweckten und freundlichen Menschen. Und so erlebten wir ihn auch in den Ferien. Nach der Schule lernte er Miss Catherine kennen. Eine wunderschöne und herzensgute Frau. Sie heirateten und das Glück schien vollkommen. Schien? Nun, es gab Streit, als sie hier wohnten. War er gewalttätig? Ihr gegenüber? Ich weiß es nicht, aber ich befürchte schon. Miss Catherine war unglücklich und hätte es nicht immer wieder auch wunderbare Momente gegeben, hätte sie ihn vielleicht verlassen. Damals hätte es uns schon auffallen können. Die zwei Gesichter des Samuel Gordon. Mal der liebende und fürsorgliche Ehemann, mal der arrogante und gewalttätige Egomane. Nach dem Tod seiner Frau schien diese böse Seite verschwunden zu sein. Er besuchte uns nicht, aber gemeinsame Bekannte schilderten ihn als tief traurig und gebrochen. Bis er zurückkehrte und unschuldige Menschen abschlachtete. Es ist schrecklich. Wir machen uns alle Vorwürfe. Vielleicht wollten wir nicht wahrhaben, dass die böse Seite seiner Seele zurückgekehrt war. Arme Familie. Gab es beim Brand weitere Opfer? Verletzte vielleicht? Unsere damalige Köchin entdeckte den Brand als erste und versuchte, die junge Miss Gordon aus den Flammen zu holen. Sie wurde von den Flammen eingeschlossen und wäre wohl selber verbrannt, hätte sie sich nicht mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet. Sie verletzte sich dabei stark am Rücken und musste uns daraufhin verlassen. Warum interessiert es Sie, was vor so vielen Jahren hier geschah? Immerhin wurde die junge Frau am Leuchtturm auch verbrannt. Puh, ich halte den Zusammenhang für weit hergeholt. Bis später, Bates. Auf Wiedersehen, Sir. Ich will ihn gerade nicht stören. Okay, wir haben mit ihm geredet. Haben wir damit irgendwas getriggert außenrum? Ein altmodisches Stil. So viel zum Thema. So habe ich es erwischt, dass wir mit Bates mal gesprochen haben, dass er ein bisschen was ausgesprochen hat hier. Zur Küche. Gibt es hier Neuigkeiten in der Küche, die wir nutzen können? Der Keller auch nicht. Okay. Sie ist gerade. Mal wieder Luis. Ich muss ja immer alles testen, weil es sind nicht viele Screens, deswegen müssen wir alles schnell testen. Wir müssen das Verschlossene. Dazu wäre erstmal gut zu wissen, wie das. Was ist ein Schloss? Ist das ein Rätsel? Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Das hat nämlich. Ich lasse ihn lieber. Das wird nämlich auch nicht richtig thematisiert, finde ich. Ich finde es aber schade, dass er einfach sagt, das kann ich nicht rein. Das ist kein Schloss, das sah nämlich daneben eher aus wie irgendein. Ja, schon irgendein Rätsel. So. Zu den beiden Madams. Wir trinken immer noch den kalten Tee. Nee. Sie trinken gerade Tee? Ich habe gerade keine. Moment, war da gerade was? Der Tisch ist schon wieder auswählbar. Da ist auch nichts dran. Können wir nochmal hier den Stammbaum schauen? Vielleicht sagt er jetzt was Neues. Ansonsten würde ich den Briefkasten mal ansehen. Das ist der Stammbaum. Das sagt zu wenig dazu. Okay. Ich muss so sagen, ich fand unter 1 auch zu wenig thematisiert, wie diese Familienzusammengehörigkeit war. Wir hätten ein Enkel sein können, das von dem Williams. Das, wenn das einmal anklang, dann halt relativ kurz. Also ich habe das bis zum Ende hin, konnte ich es nicht hundertprozentig zuordnen, wie alle zusammenhängen. Außer alle enge Verwandte von uns waren. Das war mir im Moment zumindest klar gewesen. Hinter der Tür soll an, solange ich den Schlüssel für die Tür nicht habe. Hinter der Tür soll an und solange ich den Schlüssel. Das finde ich auch schade.
schneller. Darren. Lea. Ich werde sagen, warum macht er das? Aber ja, ich werde öfters mal reingucken. Im Dorf warten keine. Das Schloss sieht verdammt düster aus. Da helfen auch der verwilderte Garten. Vermutlich im Schließen. Na gut, bei der 1 war es oft, dass man so einfach rumging und irgendwas sinnlos gemacht hatte. Das waren diese Trigger-Szenarien. Aber die fand ich, gab es dort mehr als hier in der 2. Man hat halt alles getan vom Gefühl her und dann musste man halt irgendwo nochmal die Person zum dritten Mal anreden. Irgendwas viermal anschauen oder irgendwie. Und dann hat man da was getriggert. Was total gefühlt, dass man unabhängig davon war. Naja. Haben wir einen Tagebucheintrag? Das Erkenntnisse bringen. Norman und Tassi sind nicht aus, was da rauskommen. Okay, das hatten wir schon. Ne, ist nicht so nice. Was machen wir denn? Tja, würde ich sagen, wir gehen nochmal hoch. Vielleicht schläft Bates ja. Jetzt. Ich will ihn gerade nicht. Bates sitzt in seinem Zimmer mit einer Sauerstoffmaske. Ja, das waren die Flaschen. Scheint ihn sehr mitgenommen zu haben. Bates sitzt in seinem. Ich will ihn gerade nicht. Ich werde mein Leben lang nicht mehr in einen Spiegel schauen können, ohne dass mir ein Schauder über den Rücken läuft. Ich werde mein Leben... Kann man jetzt Handtücher holen? Ein Haufen Handtücher. Muss ich jetzt echt das machen, um den rauszulocken? Das sollte für Ablenkung sorgen. Och, der arme alte Bates. Du bist so ein Arsch. Die Wanne ist randvoll. Das Wasser läuft über. Wenn sich da nicht bald jemand drum kümmert, wird es einen Wasserschaden geben. Wirklich? Du nimmst die Zeit? Mr. Bates? Ja. Mr. Bates? Das Badezimmer steht unter Wasser. Wie bitte? Ich bin eben am Badezimmer vorbeigegangen und da lief das Wasser schon auf den Flur. Holen Sie bitte Sally, Sir. Wenn Sally nicht bald im Bad antanzt, wird Bates sie selber holen und mich hier entdecken. Ich sollte ihr wohl lieber selbst Bescheid geben. Die müssen doch jetzt noch den Map rausziehen. Ist das gerade falsch? Na gut, dann wegwischen. Aber es kann... Guten Tag, Sally. Hi. Sally, schnell! Das Badezimmer steht unter Wasser. Was? Bates ist stinksauer. Sie müssen vergessen haben, das Wasser abzudrehen. Was? Ich? Nein. Nein. Ach, wir sind so gemein. Vielleicht verliert ihr ihren Job. Oh, Darren. Man merkt, deine Familie ist keine wirkliche Moral vorhanden. Aber ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Ich habe genug von den Ausreden. Da ist auch noch was. Aber ich habe noch nie den Lappen in der Wanne gelassen. Davon wird die Lady erfahren. Sie können froh sein, wenn wir Ihnen die Schäden nicht vom Gehalt abziehen. Die beiden sind beschäftigt. Bates ist abgelenkt, genau. Na dann, verrichte dein teuflisches Werk, Darren. Eine Büste von wem, William? Keine Ahnung, wer das ist. Steht kein Name dran. Einer von den üblichen Verdächtigen ist es nicht. Kein Shakespeare, kein alter Grieche. Typischen Verdächtigen. Dass Bates nicht gesund ist, sieht man ihm sofort an. Er scheint Probleme mit der Atmung zu haben. Vielleicht Lungenkrebs? Gut möglich, dass Bates in einem Krankenhaus besser aufgehoben wäre. Aber er würde eher sterben, als dieses Schloss zu verlassen. Das ist echt traurig. Bettpfosten. Was? Kann das drehen? Dieser Bettpfosten sieht mehr als seltsam aus. An der Seite des Pfostens ist ein Riss. Was haben wir denn da?
da steckt ein kleiner Messingschlüssel drin. Schau, man kann irgendwas drehen, diese Räder. Aus dem Fenster sieht man einen grauen Grau. So. Das Fenster geht in Richtung Schlosstor. Ich sehe die Treppe, die Bäume, nichts von Interesse. Schubladen. Die Schublade ist verschlossen. Das könnte interessant sein. Versuch doch wenigstens, wenn du was aufgeschnappt hast, danach das wieder alles sofort zu stecken, dass es nicht so auffällt. Immer diese Fehler, peinliche Quetscher. Das Porträt eines ziemlich verkniffen dreinblickenden Gentlemans. So sieht man aus, wenn man stundenlang für einen Maler stillsitzen muss. Der Butler ist ein ordentlicher Mensch, wie es nicht anders zu erwarten war. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Bates wird keine wichtigen Dokumente einfach auf seinem Schreibtisch herumliegen lassen. Die Flaschen dürften reinen Sauerstoff beinhalten. Kranken Menschen wird damit das Atmen erheblich erleichtert. Bates muss es sehr schlecht gehen. Als er vorhin hier so saß, habe ich einen Sterbenden gesehen. Traurig. Da sind Anziehsachen und Unterwäsche drin. Nicht weiter interessant. Was liest Bates denn so? Heinlein? Dick? Lem? Selassie? Meine Güte, der Mann hat ja richtig Geschmack. So, na gut, wir haben Schlüssel gefunden, also rein damit. Ein Metallkästchen. Einige Dokumente. Das ist so und ein viel. Foto. Das ist meine Mutter. Es zeigt Mom, Bates und einige andere Bedienstete im Schnee vor dem Eingangsportal. Unter dem Bild steht die guten Geister von Black Mirror Castle. 1969. Das passt doch alles nicht zusammen. Ich bin im Februar 1970 geboren. Und auf diesem Bild sieht meine Mutter ganz und gar nicht so aus, als sei sie im siebten Monat schwanger. Heißt das? Nein. Das Foto muss falsch beschriftet worden sein. Jetzt du willst du den wieder wegstellen. Für ein Schmuckkästchen ist es ungewöhnlich schwer. Fast, es ist eher eine Art altmodische Schließkassette. Okay, wir wollen das bloß Dokument anschauen, das habe ich fast vergessen. Entweder die Beschriftung des Fotos ist falsch, oder ich suche nicht nur nach meinem Vater. Das Bild ist angeblich 2 Monate vor meiner Geburt aufgenommen worden. Aber meine Mutter ist so schlank, wie ich sie noch nie gesehen habe. Dann tu doch mal das Bild größer machen, ist doch blöd, wenn das so klein ist. Das ist doch blöd. Na gut, was haben wir hier? Ein Scheckheft? Einige Notizen und Überweisungsträger. Es sind exakt dieselben, die ich im Schreibtisch meiner Mutter gefunden habe. Und auch die Handschrift passt überein. Also war es Bates, der meiner Mutter regelmäßig Geld geschickt hat. Nur in wessen Auftrag? Und suche ich wirklich nur nach meinem Vater? Das hier könnte noch interessant sein. Zwischen den Notizen ist ein Zettel mit der Überschrift Kombination. Bitte steck die Dokumente wieder weg. Oh, es ist mir so peinlich, bei Leuten einzubrechen. Vor allem bei so einem alten Mann, der so gutmütig ist. Das sieht mir nach Eselsbrücken aus, die Bates sich aufgeschrieben hat. Er muss sich eingestanden haben, dass sein Gedächtnis schlechter wird und wollte auf Nummer sicher gehen. Hier steht, auf dem Porträt von Sir Egmont, die älteste Schwester des Erbauers. Mein Vorname? Die Zahlen der Nymphen. Lass nochmal langsam. Das waren 4, oder? Falsch mit den insgesamt? 8. Bates Vornamen, das dürfte einfach sein, auch wenn ich Bates nicht lange Lady Victoria muss ich wissen. Okay, Schwester des Bauers, welcher Bauer des Schlosses? Okay. Irgendwie
irgendwie was, das muss er schon können. Hm. Sieht fast aus wie ein Zahl. Es gibt tausende. Ich muss erst rausfinden, welche. Guck dir das. Hm. Was ist das gerade gewesen? Hoffentlich sind die beiden noch beschäftigt. Das werden wir jetzt sofort besprechen. Es ist doch nichts passiert. Aber nur weil der Herr Polizist das Unglück früh genug entdeckt hat. Wissen Sie, was da alles hätte passieren können? Sie gehen nach unten. Ausgezeichnet. Bates wird in der Aufregung vergessen haben, dass er sein Zimmer nicht abgeschlossen hat. Ah, der Messenschlüssel steckt noch. Die Dokumente sind weg. Unten in der Ecke steht XV, die römische 18. Unten in der Ecke So, ich würde mal sagen, wir machen den Rest das nächste Mal. Also, bis dahin. Tschüss.